Die Schäden sind immens. Etwa 300 Häuser wurden von dem Lavastrom bereits zerstört. Der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma spuckt weiter große Mengen Lava und Asche. Ein Ende des Ausbruchs ist nicht abzusehen. Der Lavastrom auf der Insel ganz im Nordwesten der Kanaren bewegt sich seit Tagen in Richtung Meer. Immerhin inzwischen etwas langsamer. Bis zu 3 Kilometer hoch werden Asche und Rauch in den Himmel geschleudert. Der Vulkan ist heute wieder deutlich explosiver geworden. Allerdings verlangsamen sich die Lavaströme. Sie bewegen sich nur noch mit 4 Metern pro Stunde vorwärts. Möglicherweise wird die Lava nicht bis in das Meer fließen. Das wäre eine gute Nachricht, denn beim Aufeinandertreffen könnten giftige Gase entstehen. Im Landesinneren geht die Zerstörung weiter. Rund 300 Häuser sind der Lava bislang zum Opfer gefallen, dramatisch für die Betroffenen. Mit einigen unterhielt sich heute das spanische Königspaar. Felipe und seine Gattin Letizia wollten Trost spenden in einer schweren Stunde. Spaniens Regierung hat unbürokratische Hilfe zugesagt. Mittlerweile sind mehr als 6.000 Menschen aus der Gefahrenzone herausgeholt worden. Oft blieben ihnen nur wenige Stunden Zeit, um ihr Haus leer zu räumen. Wir sind mit den Nerven am Ende. Wir holen nur das Wichtigste raus, Matratzen, den Kühlschrank, etwas halt. Die verstärkten Ascheeruptionen haben zu Verzögerungen im Flugverkehr geführt, doch bislang bleibt der Flughafen geöffnet. Der Vulkanausbruch könnte noch 3 Monate andauern, sagen Experten. Das Naturereignis wird die Menschen weiterhin in Atem halten. Und das vertiefen wir nun mit Stefan Schaaf aus Madrid. Wie geht es den Menschen vor Ort? Sind alle in Sicherheit? Ja, das kann man zum Glück sagen. Es hat keine Verletzten und keine Toten gegeben. Da hat das Warnsystem der Experten, der Vulkanologen also hervorragend funktioniert. Die Evakuationen haben also rechtzeitig stattgefunden. Bislang wurden mehr als 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Sie werden vorerst provisorisch entweder bei Freunden oder Verwandten oder auch in einer Militärkaserne untergebracht. Langfristig sollen sie dann in Hotels kommen. Und die Regionalregierung von La Palma hat heute auch angekündigt, dass man Wohnungen ankaufen wolle, um dort eben die Menschen, die jetzt gewissermaßen heimatlos geworden sind, unterbringen zu können. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, viele Menschen haben Häuser und auch Existenzen verloren. Abgesehen von der immateriellen Komponente und der seelischen Belastung geht es ja auch um große finanzielle Schäden. Können die mit finanziellen Hilfen rechnen? Auf alle Fälle. Die spanische Regierung hat unbürokratische Hilfe angekündigt. Ministerpräsident Sanchez sagte heute, man wolle so lange vor Ort bleiben, bis alles wieder aufgebaut sei. Die Regionalregierung will auch die Europäische Union um finanzielle Hilfen bitten. Man hoffte auf bis zu 400 Millionen Euro. Wie schnell diese Gelder dann fließen werden, das ist natürlich eine andere Sache. Und auch die Ankündigung, unbürokratisch zu handeln, das wird sich erst dann in der Zukunft erweisen, ob das dann auch tatsächlich so passiert. Im Beitrag soeben hatten Sie ja gesagt, dass der Vulkanausbruch ja noch bis zu 3 Monate dauern könnte. Wovon hängt das ab? Wann weiß man genaueres? Das sagen die Vulkanologen, die geben eine Zeitspanne von zwischen 20 und bis zu 80 Tagen an. Also genau und sicher kann man das nicht vorhersagen. Es scheint sich eben noch im Inneren eine Menge Magma zu befinden, die an die Oberfläche will und die irgendwann dann noch herauskommt. Wann das enden wird, kann aber keiner vorhersagen. Wir haben ja auch heute gesehen, der Vulkan ist relativ unberechenbar. Die Lava fließt immer langsamer, also nur noch mit 4 Metern pro Stunde. Dafür waren heute wieder die Eruptionen umso heftiger. Eben bis zu 3-4 Kilometer wurde Asche in die Luft geschleudert. Sind die Rauchwolken gefährlich für die Gesundheit der Menschen vor Ort? Es gibt Vulkanologen, Experten, die ständig Messungen in der Nähe des Vulkans, soweit das möglich ist, vornehmen. Und die sagen, dass eben diese Gase bislang für Menschen ungefährlich sein sollen. Das könnte sich aber ändern für den Fall, eben, dass die Lava aufs Meer trifft.
dann befürchtet man, dass giftige Gaswolken entstehen könnten. Insofern ist die langsame Fließgeschwindigkeit der Lava eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite ist es auch eine schlechte Nachricht, denn wenn die Lava nicht mehr ins Meer fließt, dann fließt sie möglicherweise mehr in die Breite und wird damit eben noch mehr Häuser gefährden. Ist denn mit weiteren Ausbrüchen oder Erdbeben zu rechnen? Die Vulkanologen sagen, das kann man nicht ausschließen. Es kann eben, wie gesagt, noch 2 bis 3 Monate dauern. Und es werden auch ständig kleine Erdbeben festgestellt in der Größe von 1 bis 3 auf der Skala. Das heißt, die Erde bebt immer noch. Und mit diesen Beben kündigen sich eben auch weitere Eruptionen im Vulkan an. Also der Vulkan ist noch längst nicht zur Ruhe gekommen und die Menschen auf La Palma müssen sich weiterhin auf sehr unruhige Tage und Wochen einstellen. Welche Maßnahmen vor Ort finden denn noch statt? Kann man denn noch irgendetwas dagegen tun, dafür, dass die Lava die Menschen nicht erreicht? Die Regionalregierung und die Sicherheitsbehörden haben heute 2 Sicherheitszonen eingerichtet. In die dürfen keine Zivilisten mehr gehen. Da können also nur noch das Sicherheitspersonal hinein. Damit will man also Gefährdungen der Menschen vermeiden. Und bislang hat das auch sehr gut funktioniert. Und man geht auch davon aus, dass der Flugverkehr weiterhin fortschreiten kann, dass man also den Flughafen von La Palma nicht schließen muss. Stefan Scharf aus Madrid, herzlichen Dank.